Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudin, zu einer neuen Folge von FIFA 17 Karrieremodus TV. Ich hoffe, euch wird es heute wieder so gefallen wie beim letzten Mal. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für den Support. Über 270 Däumchen habt ihr gegeben. Richtig, richtig cool. Vielen Dank dafür. Würde mich auch freuen, wenn wir das auch heute wieder knacken würden. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Was erwartet uns in dieser Folge? Nicht nur der erste Spieltag der Bundesliga erwartet uns gegen RB Leipzig. Nein, es kommen noch andere Sachen. Und zwar als erstes. In der letzten Folge hattet ihr die Möglichkeit, euch für die zwei Jugendspieler zu bewerben. Und ich habe mir da welche rausgesucht. Ihr werdet gleich sehen, wer es ist. Danach haben wir noch ein paar Transfergerüchte, denn es gibt da so ein paar Gerüchte, dass Hoffenheim in Zukunft noch ein paar Spieler verpflichten möchte, aber vielleicht noch nicht jetzt, sofort. Dann natürlich haben wir jede Menge Transfers. Naja, was heißt jede Menge? Ich glaube zwei Transfers. Und dann schauen wir uns an, wie es mit dem Deadline Day aussieht, wie das da so alles ausgegangen ist. Und selbstverständlich den ersten Spieltag der Bundesliga. Dort haben wir das Spiel gegen RB Leipzig. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich hoffe, ihr seid auch schon sehr, sehr, sehr heiß darauf. Und dann geht's jetzt ab mit dem Intro. Und damit willkommen zurück. Beim letzten Mal hatten wir ja zwei Jugendspieler uns rausgesucht, für die ihr euch bewerben konntet. Einmal der Erich und einmal der Herbert Meyer. Wahrscheinlich beides Brüder. Einmal ZM, einmal RM. Und ja, da gab es ein paar Kommentare. Ich habe mir da welche rausgesucht und gucken wir uns mal an. Der erste Kommentar. Tobias Häfner. Würde gerne Erich Meyer sein. Geschichte. Ich hoffe, ich kriege das korrekt vorgelesen alles. Der junge Tobias Häfner auf der Position rechtes Mittelfeld ist ein Talent mit viel Potenzial und wurde von der TSG Hoffenheim gescoutet. Er wohnt gar nicht weit weg von Hoffenheim und wurde daher eben auch schnell gescoutet. Tobias Häfner wohnt in Höpfingen, Baden-Württemberg, Odenwald, fing an bei den heimischen Fußballclub TSV Höpfingen und hat noch das fußballbezogene Hobby Schiedsrichter, damit er seine sehr gute Regelkenntnis und freut sich über das Angebot von der TSG. Er würde sein Hobby für den Profifußball aufgeben. Also kein Schiedsrichter mehr sein. Ich hoffe, ich bekomme den Spieler. Ja, das hast du auch bekommen. Wie wir auch gleich dann im Hintergrund sehen werden, der Erich Meyer ist jetzt der Tobias Häfner, ein RM. Dann der zweite Kommentar. Dort haben wir den Ottis OS. Ich hoffe, dass ich deinen Name, Rotti OS, dass ich deinen Name richtig ausspreche. Lieber Otalde, ich würde gerne für den Herbert Meyer bewerben, da ich selber im Fußball die Position ZM spiele und ich sehr gerne in deiner Karriere vorhanden wäre. Name Nico Rotte oder Rotte oder wie auch immer man das ausspricht, Rotte, Position ZM. Ich hoffe, dass ich genommen werde. MFG, Rottis OS. Oder Rotti OS, so. Immer nicht ganz einfach mit den Namen. Ja, das ist der Herbert Meyer ZM, der war noch nicht ganz so stark entwickelt, aber der wird jetzt vom Nico ersetzt, also der Name zumindest. Und dann hatte ich noch einen sehr tollen Kommentar gefunden, den habe ich leider ein bisschen zu spät gesehen, da habe ich die Namen in-game schon vergeben und das dauert alles immer so ein bisschen. Da haben wir den Caron Pereles oder so, ich hoffe, man spricht das irgendwie so aus. Ich würde gerne für Hoffenheim spielen, da ein Bekannter von mir mal was mit Hoffenheim zu tun gehabt hatte. In der Story von mir geht es um Caron Pereles, der schon früh auf ein Fußballinternat ging. Nachdem er zuerst in Ellingen bei der SG Ellingen 2 seine Ausbildung zum Profifußball genoss, Grüße gehen raus an Meti, Patrick und Lars von PMTV. Hoffenheim und der damalige Jugendtrainer Julian Nagelsmann wurde schnell auf ihn aufmerksam, da er mit Jeremy Toljan befreundet war. Dieser schwärmt noch immer von ihm und will ihn unbedingt in der Profimannschaft haben. Zudem setzt er auch den Vorstand schon sehr stark mit einem möglichen Abgang unter Druck. Da der Vorstand natürlich nicht sein bestes Talent verlieren will, gewährt er dem Deutsch-Katari, der besonders stark im ZM spielen kann und auch der deutsche Kante genannt wird, er sollte deshalb am besten Caron Kante Pereles heißen, Zugang zur ersten Mannschaft. Jetzt liegt es an Ihnen, Trainer, zu entscheiden, ob der Vorstand zufrieden mit Ihnen ist oder Sie öffentlich kritisiert. Ja, du wirst auf jeden Fall, also mir hat dein Kommentar auch sehr gefallen, du wirst auf jeden Fall die Möglichkeit haben, den nächsten Spieler zu bekommen. Am Ende der Folge werde ich auf jeden Fall einen Spieler raus scouten und ja, da werde ich dich dann in der darauffolgenden Folge halt auch reinbringen, weil mir hat der Kommentar sehr gefallen, wird aber kein, glaube ich, ZM sein. Ich bin mir da nicht ganz sicher, also sorry, wenn ich da falsch liege.
Aber ich denke mal, Innenverteidiger oder eben sowas in der Richtung wird schon werden. Also vielen, vielen, vielen Dank für den Support, für die Kommentare, die ihr da lasst. Das ist immer sehr, sehr schön. Sowas hört man natürlich und sieht man natürlich auch immer sehr gerne. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall auch in dieser Folge wieder machen. Zumindest Kommentare schreiben, die ich dann vielleicht wieder in der nächsten Folge mit reinnehme. Und damit gehen wir auch rüber in die nächste Kategorie, und zwar zu den Transfergerüchten. Da gibt es zwei Transfergerüchte, die eventuell bei uns Realität werden könnten. Und zwar haben wir einmal Grilitsch, dass der eventuell im Sommer mit Vorvertrag geholt wird. Also bei uns im Sommer mit Vorvertrag, denn Grilitschs Vertrag läuft so langsam aus bei Bremen. Und da soll der ZM zu Hoffenheim kommen. Und ich denke mal, wir werden das mal probieren. Im Sommer versuchen wir dann einen Vorvertrag zu machen. Falls er nicht irgendwie schon von einem anderen Verein irgendwie so geholt werden sollte, dann werden wir probieren, ihn nochmal zu uns zu holen. Weil ich denke, sowas kann man mal machen, wenn es in der Realität auch da so ein paar Transfergerüchte gibt. Warum soll man das nicht machen? Ein weiterer Interessent, munkelt man so ein bisschen, zumindest gibt es da so kleine Gerüchte, soll wohl auch Serge Gnabry sein. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob Bremen den dann abgeben wird. Ist aber schwierig. Ich könnte mal gucken, ob man da versucht, ihn dann im Sommer zu holen. Ich denke mal, dass er noch nicht sofort Bremen verlassen wird. Vielleicht im Winter oder im Sommer mal gucken. Könnte man auf jeden Fall mal probieren. Ganz nötig wäre es nicht, aber er ist natürlich ein super Spieler mit einem guten Potenzial. Da können wir auf jeden Fall einiges machen. Ja, die nächste Kategorie, das sind einmal die gesamten Transfers, die wir jetzt bis zum Deadline Day vornehmen werden. Es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele Transferanfragen. Ich habe jetzt vermutlich nicht alle reingeschnitten. Ich habe mir auch nur bei den Notizen, die ich mir zu der Folge gemacht habe, so ein paar aufgeschrieben. Unter anderem war da Andrej Kramaric. Da waren irgendwie alle interessiert. Da gab es Unmengen an Transferangeboten. Eventuell seht ihr es auch jetzt hier im Hintergrund. Einige waren davon, ja, schon nicht so ohne. Das, was da am meisten rausgestochen hat, war für mich dann Stoke City. Die haben auf mein Gegenangebot, ich habe gesagt, 25 Millionen sollten es sein, denn der Kramaric, der hat, glaube ich, so ein 80er Potenzial, hat Marktwert um bei 10, 11 Millionen oder so waren das. Und ja, da habe ich als Gegenangebot 25 Millionen gesagt, wenn die das annehmen, soll das eben so sein. Und da waren jetzt so gut wie alle dagegen. Und dann war es mit Stoke City so ein bisschen ja, Behandlungssache. Die haben dann später gesagt, ja, nicht ganz so viel können wir machen. Dann habe ich wieder ein Gegenangebot gemacht und so weiter und so fort. Und dann sind wir am Ende uns einig gewesen bei 24 Millionen. Und da habe ich mir natürlich gedacht, da müssen wir uns irgendwas als Ersatz holen. Wir haben nur drei Stürmer. Der Brescher, Uth und Schwegler? Nee, wie heißt er? Ich weiß es nicht, ich bin gerade raus. Schwegler ist im ZM. Wen haben wir denn da im Sturm? Ich habe gerade ein Bild vor Auge, aber gerade kein Name. Sorry dafür. Ich muss das hier alles so aus dem Kopf machen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wir holen uns dafür jetzt auch einen anderen Spieler. Wir haben auch sehr viel Kohle dadurch bekommen, dass wir Süle verkauft haben und hatten auch so schon ein gutes Transferbudget. Hatte mir aber eigentlich eher vorgenommen, so ein bisschen mehr im Winter oder so halt die Kohle so ein bisschen aufzusparen. Aber hier müssen wir auf jeden Fall handeln. Und wen wir uns da holen, das werde ich euch gleich erzählen. Als nächstes erst einmal gab es Angebote für Alexander Stolz, der ist schon etwas älter, 32 meine ich, Torhüter, der ist nicht mehr ganz so stark. Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, Bielefeld will den haben, sollen sie ihn haben, geht er jetzt zu Bielefeld. Problem, wir haben dadurch keinen Ersatztorwart. Also habe ich mir unsere ja, verliehenen Spieler angeguckt. Wir haben ja nämlich ein paar Torhüter verliehen. Wollte jetzt nicht extra noch einen Spieler kaufen, nur damit er auf der Bank sitzt und wir dann noch mehr Torhüter haben. Wir haben da einige, die wir uns holen können. Und da habe ich mir den Marvin rausgesucht. Den haben wir uns zurückgeholt. Der soll dann, falls Baumann ja, sich verletzen sollte oder so, dann auch rankommen. Okay, jetzt kommt es, Freunde. Haltet euch fest. Drückt schon mal den Daumen nach oben. Ich weiß nicht, wie es ankommt, aber wir haben jetzt so viel Kohle uns rausgeholt. Und da dachte ich mir, warum denn nicht einen Ex-Hoffenheimer holen? Richtig, einen Ex-Hoffenheimer. Und da habe ich mir gedacht, holen wir uns mal einen richtigen Knaller. Denn wir brauchen einen Stürmer. Habt ihr schon eine Idee, wer es sein könnte? Schreibt auf jeden Fall das mal in die Kommentare. In 10 Sekunden werde ich darauf eingehen, wen wir uns holen werden. Und zwar 5, 4, 3, 2, 1... Ich hoffe, ich kriege das hin, hier das rechtzeitig einzublenden. Firmino. Roberto Firmino. Den wollen wir uns zurückholen. Der war ja mal bei
Hoffenheim, falls ich mich da nicht verguckt habe oder mich irren sollte. Und da dachte ich mir, ach komm, den Firmino, den kann man sich auf jeden Fall nochmal zurückholen. Und da haben wir verhandelt, harte Bandagen, war nicht einfach, aber letztendlich haben wir uns geeinigt auf 45 Millionen. Das war auf jeden Fall eine harte Kiste und hat jetzt unser Transferbudget, glaube ich, halbiert. Ne? Wir waren durch die ganzen Verkäufe, auch durch Kramaric, Süle und das Budget, was wir selbst hatten, schon um und bei auf 90 Millionen gekommen. Und jetzt heißt es nur noch, den Firmino davon zu überzeugen, dass er wieder bei uns spielen will. Natürlich ist er von einer großen Mannschaft jetzt wieder zu einer kleinen Mannschaft zurück, oder würde er zurückgehen. Und deswegen muss man den natürlich überzeugen. Er sagt, in meiner Mannschaft bin ich der Star. Den mussten wir ordentlich überzeugen. Er wollte 130.000 haben. Wir mussten da so ein bisschen nachverhandeln, mehrfach. Und letztendlich haben wir uns da auf 160.000, meine ich, geeinigt. Und 4 Jahre, 10% Bonus, wenn das richtig ist. Hoffe ich, dass das alles so stimmt von den Informationen her, was ich noch so im Kopf habe. Und damit haben wir uns Firmino geholt. Und genau kurz vor Schluss, bevor wir dann gegen Leipzig hätten ran müssen. Ich hoffe, dass Firmino uns dann auch so weiterhelfen wird. Im ersten Spiel werden wir sehen, wie gut er sich da schlagen wird. Und dann geht es auch gleich in das Spiel gegen RB Leipzig. Und da könnt ihr schon gespannt sein, das wird auch ein Kracher. Und damit geht es auch heute schon los mit dem ersten Spieltag der Bundesliga. Es treten an Hoffenheim gegen RB Leipzig. Und ja, wir dürfen hier zu Hause ran. Es gibt natürlich, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht das Hoffenheim-Stadion. Deswegen habe ich mir da irgendein anderes mal ausgesucht beim Start der Karriere. Und da wollen wir mal gucken, wie das hier heute läuft. Wir können auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt sein. Und da sehen wir es auch schon. Spielerdebüt, 45 Millionen, gewechselt von FC Liverpool, Roberto Firmino. Aber auch das Spielerdebüt von Timo Werner. Also wir können auf jeden Fall auf eine spannende Partie hoffen. Und es wird auch sehr spannend. So viel kann ich schon euch vorausnehmen. Dann heißt es erst einmal, ja, den Gegner ein bisschen begrüßen. Wir wollen hereinkommen in das Stadion. Wir wollen dem Gegner noch einmal hier zeigen, was wir drauf haben. Ich denke, wenn wir uns genügend anstrengen, ja, versuchen die Lücken hinten möglichst klein zu halten und nach vorne hin gut die Konter zu spielen, auch hohen Druck zu machen, dann sollte es auf jeden Fall klappen. So, neben Firmino haben wir Sandro Wagner. Ich weiß nicht, ob mir der Name noch irgendwann entfallen sollte oder schon entfallen ist. Der spielt einen schönen Pass auf Polanski mit dem ersten schönen Schuss. Den haut er da raus, aber der Keeper hat die Pille. Jetzt hier nochmal ein Ball auf Demirbay. Der wird dort gefoult. Wir können da aus einer guten Position da einen schönen Freistoß rausholen. Ich kann natürlich jetzt nicht direkt aufs Tor ziehen lassen, aber ich denke mal, die Jungs, die wissen, was sie da machen sollen. Einfach in die Mitte reinspielen und dann versuchen, einen Körper reinzuhauen. Und den macht auch dem hierbei, die Nummer 13, köpft er. Aber ja, den hauen wir daneben. Das war gar nicht groß schwierig. Toljan mit dem Ball auf Wagner. Der kann den nicht so richtig behaupten, kann aber nochmal den Pass spielen auf Firmino. Der spielt dann auf Amiri und der macht es ganz schnell aufs lange Eck. Leider haut das Ding nicht rein. Wäre echt wunderschön gewesen, wenn die Pille reingegangen wäre. Ist sie aber nicht. Und somit steht es weiterhin 0:0. Oh, da kommen sie durch. Paulsen mit dem Abschluss. Ja, da ist er irgendwie durchgekommen, der Schlingel. Aber sollte kein Tor werden. Wieder einmal. Oh, 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 oh. Und zum Glück haben wir dort den Baumann, der auch wirklich gut aufpasst. Und hier das ein oder andere Ding nochmal rausfischt. Hätte auch reingehen können, ne? So, wieder einmal die Möglichkeit. Wieder sind sie im Strafraum. Aber die Verteidigung hat diesmal gut aufgepasst. Und da geht's dann über außen. Toljan mit der Flanke rein auf Firmino. Der hat da Platz. Muss nur abschließen. Und trifft den Pfosten. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Nur den Pfosten. Wieder Firmino. Der ist schon wieder da durch. Aber auch da ist die Verteidigung davor. Mann. Ja, und damit geht die erste Hälfte der Partie auch schon aus. Es ist 5:4 von den Chancen her. Und ja, wir sind da soweit eigentlich schon mal recht gut davor. Und wir wollen trotzdem schon mal ein paar unfrische Spieler auswechseln und da mal den Brescher reinholen. Auch Perim Schwegler kommt rein. Ich bin gespannt, ob die Jungs hier so eine kleine Veränderung reinbringen können und schon zur 45. Minute da so einen kleinen Akzent zu setzen.
Ah, da ist ein kleiner Fehler passiert. Fehlpass und jetzt kann er gekontert werden. Timo Werner kontert da uns aus. Furchtbar. Was wird passieren? Legt ihn runter. Nein, der ist eigensinnig. Er ist richtig eigensinnig. Er hätte ihn einfach nur runterlegen müssen. Dann wäre das Ding so 100% drin gewesen. Zum Glück kommt auch Baumann da raus. Hier noch einmal Firmino. Setzt sich durch. Kann jetzt abschließen. Wird da im Strafraum gelegt. Aber es passiert nichts. Rudi noch einmal mit dem Schuss. Das haben sie soweit schon mal verhindern können. Oi, 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 oi. Und vorbei die Sache. Noch einmal Firmino. Legt auf Amiri ab. Der zieht ab. Weggeklärt. Schade. Hätte gerne ein Treffer sein dürfen. Abschlag. Rudi. Auf den Brescher. Auf Firmino. Runtergelegt auf Amiri. Und der macht ihn einfach rein. Bumm. Da ist das Ding einfach drin. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Man hätte vielleicht nochmal nach unten spielen können. Aber warum das unnötig kompliziert machen, wenn man auch einfach mal draufhalten kann und einfach kurz vorm Strafraum stehend den Ball abschließen. Schauen wir uns mal an. Schöner Pass da von Firmino. Und den hat er nicht gesehen. Der Keeper hat den Ball nicht kommen sehen. Und damit steht es jetzt hier 1-0. Wunderschön. Sehr, sehr gut. So kann es doch weiterlaufen. Manchmal muss man halt einfach seine Chancen suchen und mal einen Abschluss bringen. Ja? So soll es sein. Da ist Forsberg. Den legt er nochmal runter. Und Baumann ist schon wieder dran. Also der rettet uns hier mit einem Ding nach dem anderen wirklich den Hintern. Brescher. Wohin damit? Schwegler. Auf Rudi. Der ist aber müde. Einmal hochgelegt. Jawohl. Schwegler. Auf Firmino. Der trifft nicht. Ich glaube es nicht. Warum das denn nicht? Die 90. Minute läuft. Jetzt bringen sie nochmal den Ball rein in den Strafraum. Den können wir gerade so abwehren. Aber RB Leipzig ist immer noch dabei. Da muss einer dazwischen. Und da wird die Grätsche im Strafraum rausgeholt. Was passiert? Der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter. Das gibt es nicht. Was ist da passiert? Da kommt das Tackling. Oh, 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 oh. Timo Werner, Schwalben Werner fällt. Und jetzt darf der Elfmeter geschossen werden. Baumann ahnt die richtige Richtung, springt aber über den Ball. Und damit steht es 1-1. Bitter. In der Nachspielzeit treffen sie durch einen Elfmeter. Ach du meine Güte. Ja, schade, schade, schade. Und damit ist das Spiel vorbei. Zurück ins Studio. Damit sind wir mit der Partie durch. Was war das für ein Spiel? Meine Güte, haben wir uns da angestrengt. Und es gab auf beiden Seiten relativ viele, viele Chancen. Also wenn man das sich so anguckt, ziemlich ausgeglichen von den Statistiken her. 10-9 Schüsse oder irgendwie so, 11-10, irgendwie so ein Kram war das. Also wir haben uns auf jeden Fall stark angestrengt. Und Leipzig hat natürlich auch stark dagegen gehalten. Aber da kannst du halt auch nichts machen, ne? Manchmal ist es halt echt wirklich sehr, sehr schwierig. Aber wir haben es probiert, haben leider keine 3 Punkte geholt. In letzter Minute haben wir einen Sieg verschenkt, was sehr, sehr schade ist. Da müssen wir dran arbeiten. Ich habe den Brescher reingeholt, fand ich auf jeden Fall sehr schön, dass er auch mal auflaufen durfte. Sein erstes Spiel, sogar auch in der ersten Partie. Vielleicht sehen wir vom Brescher dann in der nächsten Folge ein kleines Interview, wie es war, endlich mal aufgelaufen zu sein. Ja, das Spiel lief auf jeden Fall sehr gut. Wir haben dann, glaube ich, mit Amiri war es, einen sehr schönen Longshot rausgehauen. So 3 bis 5 Meter vom Strafraum. Einfach mal abgezogen, weil da ein bisschen Platz war. Ich glaube, Firmino hat den Pass zurückgespielt auf ihn. Und dann hat er schön in die rechte Ecke geschossen. Glaube ich nicht ganz hoch, aber schön angeschnibbelt. Und da kam der Keeper dann nicht mehr ran. Ja, das war bis dahin alles gut. Da dachte ich mir, okay, locker bleiben, ein bisschen defensiv eher einstellen oder so. Lief auch alles gut, bis wir dann eine richtig blöde Verteidigungsaktion hatten. 90. Minute muss es gewesen sein, 89. Minute. Und das war so ein Millimeter vor der Strafraumgrenze oder hinter der Strafraumgrenze eher gesagt. Ja, und dann entscheidet der Schiedsrichter auf Elfmeter und unser Baumann hechtet über den Ball drüber. Hat er echt super gemacht. Schade, die richtige Richtung schon angedeutet und auch erahnt. Aber leider nicht die Pille abgewehrt. Hätte echt wirklich unserer Mannschaft das sehr gegönnt, wenn wir dort die 3 Punkte gemacht hätten. Ja, an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf an euch, gerne Kommentare zu dieser Partie in die Kommentare reinzuschreiben. Also einfach sowas sagen wie, ja, ich war im Stadion, die Atmosphäre war toll, irgendwie sowas in der Richtung. Also schreibt einen Kommentar, einen schönen Kommentar, dann lese ich euch auch beim nächsten Mal vor. Einfach, dass ihr beschreibt, wie es war, im Stadion zu sein, wie die Emotionen waren, ja, der erste Treffer, das 1-0 und dann, die Emotionen, wo sind sie hingegangen, als es dann zum 1-1 gegangen ist, ja, irgendwie sowas. Ihr könnt euch aussuchen, für welche Mannschaft ihr gewesen seid oder ob ihr neutral gewesen seid.
ob ihr im Fanblog von Hoffenheim oder von Leipzig gewesen seid. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich werde mir da ein paar Kommentare raussuchen und dann auch eine Art Kommentarsektion das vorlesen. Okay, dann war es das soweit. Nur noch am Schluss, ich habe noch einen Spieler gescoutet. Den werde ich, glaube ich, heute einfach nicht zeigen. Mal gucken. Da wird es aber der tolle Kommentar sein, den ich heute vorgelesen hatte, der Kante sozusagen. Der wird diesen Spieler noch bekommen und den seht ihr dann am Anfang der nächsten Folge. Ich bedanke mich, hoffe, euch hat es gefallen. Gerne die Daumen nach oben da lassen, das wäre sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.